Geh schon zurück, Frankie. Du musst zurück, das Boot kippt. Hier kommt ein Vogel aus dem Maul. Unglaublich. Unglaublich. Guck mal, was hier aus dem Monster rauskommt. Guckt euch das mal an. Der Kormoranfresser. Alter Falter. Montagen sind vorbereitet. Ich hoffe, der Frankie hat noch ein paar Köder gefangen. Der Fieder da drüben, da gehen wir jetzt mal rüber, gucken mal, was er im Netz hat. Und dann gehen wir noch mal raus. Das Wetter ist jetzt perfekt, die Sonne passt, das Wasser ist schön klar und niedrig. Ich denke, jetzt zur Mittagszeit sollte doch was gehen. Hast du was gekriegt, Frankie? Ja, ein paar Brachsen. Ein paar kleine. Genau richtig zum Vertikalfischen. Sag mal. Ja, die sind doch top. Das sind Top-Köder. Super. Starten wir mal eine Runde. Viele Walleangler vertrauen beim Vertikalangeln auf Karauschen, die sie meistens mitbringen in die Reviere. Wir versuchen hier am Flussufer mit der Fiederrute zu angeln. Das geht auch ganz gut, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Frankie hat jetzt ein paar schöne Güstern gefangen. Die kennen die Welse hier, ja. Und ich denke, die werden wir jetzt mal am Grund mit unseren Catballs tanzen lassen. Mittagszeit, die Uferruten schweigen. Keine Waller haben Bock auf Jagen, aber sie werden irgendwo am Grund rumliegen. Und wenn wir sie da treffen und genau dort abholen, könntest du auch mittags mit einem guten Fisch klappen. Auf geht's! Ich habe jetzt erstmal unsere Driftstrecke mit einem großen Bogen umfahren. Also ist ganz wichtig in dem Bereich, wo ihr die Welse vermutet oder wo ihr dann später aktiv angeln wollt, nicht einfach drüber brettern. Das checken die Fische und dann werden sie vorsichtig. Wir haben einen schönen großen Bogen außenrum gezogen, haben uns jetzt hier ein bisschen oberhalb kurz mit dem Boot ans Ufer gesetzt, bereiten jetzt unsere Ruten vor und gehen dann leise von oben nach unten mit dem E-Motor in die Drift. Schauen wir mal. Frankie hat ja echt super Köder gefangen. Genau, immer checken, bevor ihr beködert, dass die Haken schön scharf sind. Das ist wichtig. Das sieht alles tippitoppi aus. Hier in dem Gebiet, wo wir angeln, also spart euch bitte negative Kommentare. Dürfen wir mit lebenden Köderfischen auf Raubfisch angeln? Und dann setzen wir sie auch ein. Also hier ist alles legal und erlaubt. Kommen gar nicht so Riesenköder beim Vertikalangeln zum Einsatz. Hier seht ihr sie, eine schöne Güster, 160 Gramm Catball, Einzelhaken und der Ghost Hook, der Double Ghost Hook hinten in der Seite. So, die kommt jetzt hier schon mal ins Wasser rein. Next one. Eben habt ihr die Solid Vertical mit der Multirolle gesehen. Ich habe auch immer eine mit einer Stationärrolle dabei. Wenn ich mit Gästen unterwegs bin, jeder Angler hat ja andere Vorlieben. Ich persönlich stehe absolut auf Multis, weil man einfach schneller ist vom Köder ablassen und ich für mich ein besseres Handling habe. Aber ihr könnt genauso gut mit Stationärrollen angeln. Philipp, der mit auf dem Boot ist, hat gesagt, oh, ich angle lieber mit einer Stationärrolle. Dann habe ich das auch mit am Start, dass jeder so einsetzen kann, was ihm, wonach es einem beliebt. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte,
ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Wir haben hier eine Wassertiefe von 6,30 Meter. Es fällt immer langsamer jetzt ab ins Tiefe. Eine schöne langsame Strömung und eine richtig starke Sonneneinstrahlung. Also hier werden sich bestimmt Fische aufhalten, abliegen. Schauen wir mal, ob wir heute Mittag einen ans Band kriegen, ob einer Anne geht. Lass den Köder langsam zum Grund runter, setzen ganz leicht auf und heben 10 cm circa an. In der Haltephase und wieder beim langsamen Zurückgehen des Systems zum Grund kommen in der Regel die Bisse. Wichtig ist, dass ihr versucht, beim Angeln mit eurer Vertikalrute eine Linie zu eurem Unterarm zu bilden. Beim Einsatz von so einer kleinen Multi habt ihr den Vorteil, dass ihr die Rute schön hier unter den Arm klemmen könnt, das Gewicht schön verteilen könnt. Und dann konzentriert am Grund unten klopfen. Wir angeln jetzt bei dieser Drift nicht gezielt auf Fische, die hier abliegen, sondern versuchen erstmal Fische zu lokalisieren und hier Fläche zu machen. Deswegen ist es wichtig, dass sich die drei Angler im Boot möglichst gut verteilen. Also nicht alle auf einer Seite angeln, sondern zwei im hinteren Bootsbereich und einer im vorderen Bootsbereich an der Seite. Guter Fisch hier unten, guter Fisch. Aufpassen, aufpassen. Da war eben eine richtige, ja, war ein gutes Ding da unten. Ich speichere mir mal den Punkt jetzt ab. Hier kommt er, den haben wir eben markiert. Richtig gutes Ding. Der sah stark nach 2 plus aus, Frankie. Scheiße. Kurbel, Kurbel, Kurbel! Hängt doch! Ja. Bleib bis drauf. Ja, ich habe nochmal gekommen. Er war weg. Schau mal. Also erst 2,50. Nee. Leichtbiss. Die erste Aktion jetzt bei der Drift. Lauf ruhig im Boot. Kein Gigant. Wir haben ja vorhin schon einen gesehen, einen richtig guten Fisch am Echolot. Das war er, glaube ich, nicht. Aber sie sind da. Das ging ja jetzt rasend schnell. Macht mega Spaß. Das war doch jetzt ein Vorführeffekt, oder? Wahnsinn. Wir haben einen gesehen, das wird nicht der gewesen sein, aber Live-Einschlag. Petri, Frenki, das ist geil, am leichten Gerät, ja, oder? Mega. Jetzt holen wir uns von dem noch die Mutti. Guckt mal hier drüben.
Der Ghost Double Hook perfekt gefasst. Also wir hatten von hinten genommen den Köder. Schön in der Maulfalte. Es macht so super Spaß am kleinen Gerät. Das ist abartig. Seht ihr, ja, das ist ein geiles Angeln, Wahnsinn. Lassen frei. Gucken wir mal, ob wir den dicken kriegen, den wir gesehen haben. Das wäre es jetzt noch. Petri. Danke. Wir fahren jetzt wieder zurück, wo wir angefangen haben mit der Drift. Nochmal über die Strecke drüber. Ein halbstarker, kann man so sagen, kam ja, aber auch selbst die Fische machen mega Spaß am leichten Gerät. Aber wir haben da noch eine richtige Murmel liegen sehen. Vielleicht, wenn wir sie jetzt ein bisschen weiter von außen anangeln, kriegen wir sie ans Band. Ich denke, ihr habt es schon beim Hochfahren gesehen. Also wir haben uns ein Gebiet rausgesucht, wo ein langes Naturufer auf eine Steinpackung trifft. Das sind immer Bereiche, die mag ich beim Welsangeln sehr. Also da ist immer gut Fisch, weil wir zwei unterschiedliche Uferbeschaffenheiten haben. Auf den Strecken hier seht ihr die Triftruten meines Bootes in diesem Abschnitt. Und wir versuchen immer, ich zoome mal ein bisschen rein ins Bild, die Strecken anders anzusetzen, also nie den gleichen Weg zu driften, sondern immer ein bisschen versetzt, um auf liegende Fische zu treffen und so optimal das Angelareal abzuackern. Ja. Wenn ihr ein paar Stunden da vertikal draußen seid, habt ihr abends hier ein richtiges Muster drin. Und wenn ihr euch die Bereiche markiert, wo ein Fisch gebissen hat, habt ihr auch ganz schnell die heißen Bereiche im Echolot vermerkt und könnt ihr dann am nächsten Tag oder bei eurem nächsten Angeltrip ganz gezielt ansteuern. Fisch, 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 Fisch! Unglaublich! Schön halten, Frankie, mitgehen, mitgehen, nicht an den Motor ran. Ruhig bleiben! Ja. Habt ihr das eben gesehen? Volleinschlag. Live bis beim Frankie drüben. Das ist gut. Das ist gut. Vertical Action! Richtig groß, solle Ding. Mega Route, mega Route. Geiler Stock, ja. Wenn ihr einen Biss vertikal bekommt, alle Ruten sofort rein der anderen Mitangler, damit kein Tangle passieren kann. Ich bereite jetzt schon mal die Matte vor zur Landung. Legt ihr euch vorne schön ins Boot. Könnt ihr dann den Fisch sicher landen, aber der Drill wird noch eine Zeit lang gehen. Das ist ja wirklich verrückt, ne? Aber ich denke, so sind die Videos am ehrlichsten. Ich wollte euch gerade erklären, wie der Köder geführt wird, was ich mit dem E-Motor hier genau anstelle. Das holen wir nachher nach. Jetzt schauen wir erstmal, dass unser
Fisch hier ins Boot kommt. Strahlender Sonnenschein, Tageslicht, das ist für die meisten ja beim Welsangeln ungewohnt. Aber mit der vertikalen Methode, mit leichtem Gerät auf große Fische, das funktioniert ja mega. Unglaublich, was die für Kraft haben, das ist schon brutal. Also ich, ganz ehrlich, ich wollte keine zwei am Tag trainieren. Was? Ich wollte keine zwei von denen an. Frankie sagt jetzt, er will keine zwei am Tag drillen. Was ist da los? Aber klar, diese Drills an dem leichten Gerät haben schon eine andere Power als an einer schweren Ballerrute. Ja? Aber das hier ist ein großer Fisch. Das hier wird ein Big Fish. Wenn wir ihn kriegen. Achtet darauf, dass ihr denjenigen, der im Boot dann drillt, auch ein bisschen unterstützt. Also das Boot immer wieder über den Fisch stellt, dass auch der Drill möglichst vertikal stattfindet. Kein langer Schnurwinkel ist. Das geht jetzt ganz gut mit meinem Bugmotor. Probiere ich immer ein bisschen hinterher zu fahren. Aber der Wind drückt unser Boot immer ein bisschen vom Fisch weg. Und wenn der Schnurwinkel zu lang wird, also zu weit, kann es auch mal sein, dass der Fisch schlitzt. Immer schön drüber bleiben. Jetzt kommt er langsam. Jetzt kommt Blasen. Das sieht auf jeden Fall nach Big Fish aus. Ja? Wahnsinn. Aber es macht richtig Spaß an dem leichten Gerät. Die Solid Vertical, die Rute müsst ihr euch mal anschauen bei eurem Händler. Und was sagst du dazu zum Vertikalangeln? Juckt dich nicht, Finny, oder? Hm? Och Gott. Wow. 100 Kilo Fisch, 100 Kilo Fisch. Halt schön, ganz knapp am Boot. Das hängt gut, aber knapp. 100 Kilo Fischalarm. Guckt euch dieses Ding an. Ganz knapp hängt er am Ghost Hook. Noch ist er nicht im Boot. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich hab doch gesagt, wir fangen heute eine Bombe. Bremse leichter einstellen, hängt knapp an der Seite. Ich da rankomme. Ja, ich hab'n. Frankie kommt jetzt her und greift hier mit rein. Vorsicht mit dem Haken. Geh ein Stück zurück, Frankie. Du musst zurück, das Boot kippt. Warte, halten kurz. Oh. Alter Vater. Kommt mal her. Hier kommt ein Vogel aus dem Maul. Unglaublich. Unglaublich. Alles voller Federn. Hier ist unser Ghost Hook. Catball. Guckt mal, was hier aus dem Monster rauskommt. Guckt euch das mal an. Der Kormoranfresser. Alter Falter. Frankie, wie war's? Abartig. Bin echt fertig. Unglaublich, unglaublich dieser Fisch. Unglaublich. Unglaublich. 110, vielleicht sogar 120 Kilo. Ich habe heute noch gesagt, lasst uns heute Mittag rausgehen. Wir fangen eine Bombe. Unglaubliche Ausmaße. 115 Kilo, nicht der längste Fisch mit Mitte 2,30,
aber wahrscheinlich einer der schwersten Fische, die ich auch je gesehen habe. Petri Frenki. An der Vertikalruder auf jeden Fall eine Königsleistung. Unglaublich, unglaublich. Geiler Fisch, mega. 7 Jahre gebraucht für so einen Fisch. Hier in dem Gebiet, wo wir aktuell angeln, werden die Welse zurückgesetzt und das ist sehr, sehr gut so. Manche Angler haben da eine andere Meinung und denken, so ein Waller ist ein Killer und frisst ein komplettes Gewässer leer. Das ist definitiv nicht der Fall. So eine Mutti, so ein Urmonster muss frei sein. Muss wieder frei schwimmen dürfen. So ein Fisch hat nichts an einem Galgen oder in einer Bratpfanne zu suchen. Wahnsinn, Wahnsinn. Seht ihr mal, wie einfach man Männer glücklich machen kann, wenn sie einen dicken Fisch auf Arm halten dürfen. Aber dafür kämpfen wir ja auch. Petri, Traumfisch. Mega geil. Geiles Erlebnis. Jetzt bringen wir unser Camp wieder vor der Mann, das Boot neu tanken und weiter geht's. Absoluter Wahnsinnsfisch, ein Traumfisch für Uferangler und beim aktiven Angeln, beim Vertikalangeln, absolute Königsklasse. Ja. Also da seht ihr mal, was so leichtes Angelgerät hier, ich habe das Fanggerät gerade in den Händen, ab kann. Der Fisch wurde gefangen mit der Solid Vertical, einer 1,80 Meter langen Vollcarbonrute, federleicht. Dieser Stock. Eine Wahnsinns-Power hat die Rute, eine Wahnsinns-Aktion. Da machen 1,40 Meter Fische einen immensen Spaß. Aber ihr habt auch genug Power und Gewalt, einen Fisch der 100 Kilo Klasse zu liften. Ja. Die Rute ist angegeben mit einem Wurfgewicht von 50 bis 200 Gramm. Also das zeugt für eine echt sensible Spitze, aber richtig Power im Rückgrat. Und das können unsere Solid Vollcarbon-Ruten auf jeden Fall abdecken. Als Rolle könnt ihr stationär, aber auch Multirollen einsetzen. Mein Lieblingsmodell ist die Battlecat Vertical Rolle. Eine kleine, solide Multirolle, die es auf jeden Fall mit jedem Großfisch aufnimmt. Bespult ist diese Rolle mit einer 0,40er geflochtenen Schnur. Das ist absolut ausreichend. Habt ihr ja vorhin gesehen, wir müssen natürlich dem Fisch ein bisschen folgen, mit dem Boot ein bisschen hinterherfahren, wenn wir Wind haben und das Boot im Drill weggedrückt wird, dass der Kapitän ein bisschen dann guckt, dass der Angler immer schön über dem Fisch bleibt. Aber mit so einer Ausrüstung seid ihr auf jeden Fall auf der Siegerstrecke, wenn es um die Jagd, um die zuverlässige Jagd von großen Fischen geht. Kommt ihr zurecht? Ich muss mal kurz das Boot ein bisschen manövrieren, dass die Jungs richtig in der Drift bleiben. Also ihr seht es schon im Hintergrund, der E-Motor läuft bei uns nicht die ganze Zeit. Ich bin mir relativ sicher, dass ein E-Motor, vor allen Dingen in Gebieten, wo viele Welsangler unterwegs sind, was hier definitiv der Fall ist, eine Störquelle bedeuten kann. Und ich nutze meinen E-Motor, meinen Bugmotor, hauptsächlich, um mein Boot in der Richtung, in der Driftstrecke ein bisschen zu variieren. Also ich beobachte mein Echolot, versuche die Kanten, die tiefen, langsamen Bereiche zu treffen und versetze dann nur immer das Boot in die Position, dass es gerade mit dem Heck hinten zuerst den Fluss runter driftet und wir schön hinten aktiv unsere Vertikalsysteme laufen lassen können. So, und jetzt habe ich wirklich ein kleines Hüngerchen. Whitefoot-Banane jetzt im Sonnenuntergang. Es ist wie auf so einer Karibikinsel an der Strandbar. Und jetzt werde ich auch wieder ins Geschehen mit eingreifen. Wir treiben jetzt gerade in einen interessanten Bereich, in eine Steinpackung, eine lange Kurve, wo gute Fische unten liegen. Drückt uns die Daumen, dass noch was kommt. Aber mit dem Fisch, wo ihr heute live dabei wart, sind wir eigentlich schon mega, mega happy. Absoluter Wahnsinn, sowas erleben zu dürfen. Ja. Aber das Glück mit den Tüchtigen, nicht am Ufer rumgammeln
und auf den Biss beim Ansitzangeln warten, sondern tagsüber rausgehen bei Tageslicht oder jetzt in die Dämmerungsphase rein. Macht eure Driften, probiert die trägen Welse, wenn sie denn beißfaul sind und nicht auf eure ausgelegten Uferrouten direkt anspringen, mit der vertikalen Methode zu überlisten. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, Jungs. Ich habe gestern Abend am Lagerfeuer einen großen Mund gehabt und habe gesagt, der erste 250 dieses Jahr bei den Touren, dann kommen meine Zottelhaare ab. Ist auf jeden Fall ein guter 2+. Ich hoffe jetzt nur, dass er 249 maximal hat. Nee, Quatsch. Das wäre der absolute Wahnsinn. Gestern noch Blödsinn geredet und jetzt steigt er ein. Oh, leck, Stefan. Bist du Maschine? Maschine. Frenki, hast du Rückenschmerzen? Noch gar nicht auskuriert. Wahnsinn, der Catball, absolute Fangmaschine. Finny, hey, was sagst du denn? Das ist ein Big Fish. So, Frenki, du gehst dann, wenn ich dann an den Fisch rankomme, ein bisschen nach hinten. Er hängt aber gut. Ghost Hook hängt super. Unten und der Einzelhaken oben. Ah. Fisch ist safe. Dreh ich dich gut. Der Plane. Helfen. Alter Vater. Mach mal die Plane und dann Fisch bitte. Wahnsinn, Wahnsinn, Jungs.
zwei Fische in so kurzer Zeit. Mega. Das ist unglaublich. Unglaublich. Richtige Röhre wieder. 2,25 Meter. Ich behalte meine Haare, aber es wäre mir komplett wurscht gewesen. Aber ein richtig starker Fisch, der uns jetzt am letzten Vertikalabend nochmal alles abverlangt hat. Frenki, dickes, dickes Petri. Danke. noch nie so einen geilen Urlaub erlebt. Das mit freut so geilen mich, ja. Fisch. Und mit so guten Jungs. Ja. Und so und schönen trinken. Abenden am Lagerfeuer. Den Fisch habt ihr jetzt gesehen und wir sehen uns endgültig beim nächsten Video. Wir brauchen jetzt eine Pause. Erholung. Ciao, ciao.